Also, Trittin wäre der richtige Fraktionsführer gewesen die letzten 4 Jahre. Das hätte er auch nach dem Willen der Basis auch werden müssen. Aber es hat so eine Palastrevolution gegeben, sodass dann dieser Toni Hofreiter Fraktionsvorsitzender war und da sich also jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung als der profunde Kenner und leidenschaftliche Bekämpfer der PKW-Maut erwiesen hat. Und sonst fällt mir wenig ein. Und auch wenn er manchmal den wilden Mann spielt in seinen Reden, so sieht man seine Harmlosigkeit und seinen geringen intellektuellen Hintergrund. Und es ist traurig, dass er immer noch eine Rolle spielt und auch da jetzt bei der Vermögensteuer wieder mal eine Rolle gespielt hat, die mir nicht gefällt. Denn was da nun an Forderungen erhoben wird, ohne es genau zu sagen, Vermögensteuer, da weiß ja jetzt niemand, was los ist. Werden das jetzt nun, wenn man sich da nicht festlegt, dann fühlen sich halt alle betroffen. Was sind denn, diese Superreichen? Ab wann nimmt man denn das? Für mich ist ein reicher Mensch schon, der 500.000 Euro auf dem Konto hat. Und die sollten aber nicht betroffen werden, so Leute, die ihr Einfamilienhaus da haben. Also, und sich erarbeitet haben, dass man denen auch noch eine Vermögensteuer abnimmt. Und auch Leute, die jetzt ihr Ersparnisse nicht in ein Haus angelegt haben, sondern das irgendwo auf einem Konto haben oder Aktionär sind oder sowas und vielleicht es dann durch glückliche Fügung zu einem Vermögen bis zu 1 Million gebracht haben. Solche Leute müssen doch nicht zur Kapitalsteuer herangezogen werden. Aber alle anderen, die darüber hinausgehen, sollten heute endlich auch beitragen für den Staat und für Sicherheit und Ordnung, die ja ihnen gerade am meisten nützt. Sie brauchen den Schutz ihres Eigentums, denn ohne diesen Schutz ist ihr Eigentum wertlos. Und dafür sollte man zahlen, mindestens so etwas, was vielleicht eine Versicherungsgesellschaft verlangen würde, wenn man seinen Reichtum versichern könnte. 5% im Jahr davon. Und da kann man, das kann man auch noch staffeln. Man kann also bei 1 Million, da kann man ja mit 1% jährlich Kapitalsteuer anfangen und bei 50.000 dann 5%. Und dann könnte man so schön langsam höher gehen. Und bei 1 Milliarde, da würde ich mich nicht genieren, mal 10% oder 15% Kapitalsteuer Vermögensteuer zu verlangen. Und das sollte man sagen, dass das griffig ist, was so allgemeine Aussagen, die bleiben ja gar nicht hängen, bleiben ja gar nicht haften im Gedächtnis, wenn man sowas hört und liest in einem Wahlprogramm, so allgemeine Aussagen. Und bei der letzten Wahl, Bundestagswahl, war das Programm gespickt von so allgemeinen Aussagen, die man gleich wieder vergisst, wohltönend und einleuchtend für den Augenblick, aber nichts Konkretes. Da man sagt, die Grünen wollen das und die Grünen wollen das und die Grünen wollen jenes. Da man ganz genau weiß, was sie wollen und dass man auch bei den meisten Forderungen sieht man ja, was es bringen soll und um was es geht. Und da fehlen einfach Dinge, die jeden einleuchten, die auch eine Mehrheit haben. Die fehlen, die fehlten in diesem Programm und ich kann mir vorstellen, wenn ich mir den Ablauf dieser Bundesversammlung da irgendwie vergegenwärtige, es ist eigentlich in Hauptsache um des Kaisers Bart gegangen. Die Redebeiträge waren meistens
sehr, zu kurz, zu wenig Zeit. Und dafür hat man viele gesetzte Redner reingesetzt, Gastredner, und hat die Zeit damit verplempert und hat also da wieder der Prominenz diejenigen Leute, die sowieso immer zu reden haben, die sowieso immer für die Grünen auftreten. Und wenn dann endlich einmal die Basis die Möglichkeit hätte, mitzuwirken, dann ist jeder dritte Redner ein gesetzter Redner, ein Prominenter und irgendein Abgeordneter, irgendjemand, der sowieso ständig gehört wird, bei dem man schon genau weiß, was er sagen wird. Da wird Zeit verplempert. Und dabei vergisst man ganz, dass sofort etwas getan wird, um die weitere Erderwärmung zu verhindern. Und zwar gleich muss man da beginnen. Es darf keine weitere Erderwärmung mehr geben. Eine solche Politik müssen zumindest wir mal machen. Wir müssen dafür sorgen, dass von uns keine weitere Erderwärmung ausgeht, von unserer Politik. Und wir müssten eigentlich noch mehr tun, denn wir müssten das ausgleichen, was wir in aller Welt als, nicht allein Deutschland, aber alle Industrieländer, die zu verantworten haben, dass die Entwicklungsländer und viele andere Länder hier uns nachmachen, dass sie dadurch, dass sie uns zuliefern, dass sie uns jahrzehntelang die Rohstoffe geliefert haben und so weiter, die ja auch nun aufgrund unserer Einwirkung viel mehr CO2 in die Luft jagen, als das ihrem ökologischen Fußabdruck entsprechen würde. Darum müssten wir es eigentlich noch mehr machen. Aber mindestens mal das, ab sofort dafür zu sorgen, dass keine weitere Erderwärmung von uns aus gefördert wird. Und das ist heute leichter als in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder in 30 Jahren. Da wird 2050 wird das viel schwerer werden und viel mehr. Und es wird schon sehr viel Substanz dadurch verloren gehen, dass man die Folgen der Erderwärmung, die Klimakatastrophen, dass die Folgen der Klimakatastrophen, die Überschwemmung von weiten Gebieten, das nicht mehr bewohnbar sind, die ganzen Kosten, die dadurch entstehen, stehen nicht mehr zur Verfügung für eine Umkehr bei unserer Wirtschaftsform, dass man unsere Wirtschaftsform noch ändern könnte. Es wird immer schwieriger werden. Aber irgendwann muss man das machen und das wird ganz schwere Eingriffe und das wird ganz schlimm werden. Und das dann noch durchsetzen zu können, es wird wahnsinnig schwer. Und da geht halt die Menschheit unter. Was wir heute versäumen, führt immer mehr dazu, dass am Schluss überhaupt nicht mehr möglich ist, den Untergang der Menschheit herbeizuführen, der in 100 oder 200 oder 300 Jahren sein kann. Einige Leute bleiben immer über, die sich vielleicht dann in abgeschlossenen Räumen dann noch eine Überlebensmöglichkeit schaffen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Reichen da sich gar nichts denken, denn die haben ja dann die Möglichkeit, sich eine eigene Biosphäre zu schaffen, eine künstliche Biosphäre. So, das denken sie jedenfalls, aber es wird ihnen nicht gelingen, denn das werden sich die Menschen nicht gefallen lassen. Und da kann man dann ein noch so rigides Militärregime aufbauen und was ja heute, die Ansätze sind ja heute schon dann, die Überwachung jedes Einzelnen, die ja leider notwendig ist, dank der herbeigeführten auch durch dumme politische Entscheidungen der Vergangenheit herbeigeführte terroristische Bedrohung, um der zu begegnen. Eine Überwachung ist notwendig im Augenblick, aber die führt dann auch dazu, dass sich die kleinen Leute nicht mehr wehren können und dass sie dann einfach niedergeknüppelt werden, wenn sie da aufmucken. Also ich hoffe sehr, dass man mit Trittin weiterhin rechnen kann und dass er im nächsten Bundestag wieder eine wichtige Rolle spielt und dass er, wenn es gut geht, auch wieder ein Ministeramt hat, in dem er dann auch wirklich frei entscheiden und nicht so wie unter Schröder er da mitmachen musste, zum Beispiel bei dem unsäglichen
Gesetz über das Flaschenpfand, das, was ja eine unglaubliche Sache ist.